Ein wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Uldi von Immer am Limit und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen dramatischen und epischen Knastspiel. Wir starten heute gemeinsam die Geschichte von A Way Out. Ja, und damit ich nicht alleine hier im Knast durch die Gegend wandern muss und alleine vor allen Dingen die Seife aufheben muss, habe ich meinen jüngsten Jansen dazugeholt, der ja bereits jahrelang Knasterfahrung hat und genau weiß, wie man am besten nackt und gebückt durch die Dusche flitzt. Nicht wahr, Jansen? Na, hallo zusammen, hallo Holdi. Gott sei Dank kann man heutzutage schon aus dem Knast zocken. Ja, ist ja nicht so, dass man nur im Knast hängt, sondern da kann man auch immer schön mit dem Joystick spielen und auch mit dem Controller. Du hast jetzt ja. So mit deinem Joystick spielen. Ja, so sieht's ja aus. Ja. Gut. Immer den Daumen am Griff. So sieht's aus. Gut, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, sondern lass uns direkt loslegen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Du bist bereit, ja. Hast du wieder deinen Captain in der Hand? Los geht's. Wunderbar. Auf geht's mit dem ultimativen Koop-Erlebnis hier in A Way Out. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Ja, wir müssen jetzt die Charaktere wählen. An erster Stelle. Ja, ich würde mich noch glatt mal nach links entscheiden. Wunderbar, wir sind uns einig, du nach rechts. Ich nach links, ich spiele den sogenannten Vincent Moretti und du den Leo Caruso. Alter 36, meiner ist 43. Eigentlich müssen wir es genau andersrum machen. Aber so darfst du mal der Jüngere von uns beiden sein, ne? Bist du blöde oder was? Dafür habe ich eine geilere Nase als du. Das stimmt. Oh, Alter, die Nase. Die Nase. Ja, und das kann ich schön Kartoffeln mit anreihen. Das passt ja auch auf jeden Fall auch mit den Straftaten, ne? Betrug, Unterschlagung, Mord, bin ich genau die richtige Person. Bei dir ist es bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung. Besser kannst du, also du passt ja exakt auf unsere Charaktere zugeschnitten, die Person. Ne? Wunderbar. So, mein Strafmaß. Passt doch mit den 8 Jahren, die habe ich auch nur noch abzusitzen. Ja, passt. Oh, davon hast du aber schon 6 Jahre, 6 Monate verbußt und ich habe Strafmaß 14 Jahre Haft. Oh ja. Bei mir geht's halt richtig auf. Also richtig. Oh. So, Persönlichkeit, rational, diszipliniert, zurückhaltend. Passt perfekt. Selbstbewusst, aufbrausend, sarkastisch bei dir. Selbstbewusst. Ja, gut. Ja. So, Vorgeschichte. Bei meiner Person Vincent Moretti. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Banksektor an. Sein Leben geriet außer Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt der organisierten Verbrechen hineingezogen wurde. Geht's da noch mehr? Nee, das war's. Und bei dir? Das war's. Ja, du hast ja endlich mal ein Studium, wa? Was du sonst nicht geschissen kriegst, hast du jetzt endlich mal, wa? Ja, muss los. Bei dir Vorgeschichte, Leo wuchs in einem Waisenhaus auf. Ja, passt auf, perfekt. Ich will halt Kinder haben. Ja, und schlug schon früh eine kriminelle Laufbahn ein. Als er einen berühmten Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für seinen Sohn, seiner Frau und sich selbst gerade biegen. Ja. Also eigentlich perfekt. So, würde ich sagen, hauen wir los, oder? Auf jeden. Auf geht's, Freunde. Hier ist die Geschichte von A Way Out. So, ist ein EA-Titel. Bin gespannt. Sollte der grafisch im Prinzip auch ganz gut sein. Ja? Hab irgendwas gelesen von Unreal Engine. Und die ist ja eigentlich ganz nice. Gutes Spiel, schon etwas älter. Passt ja zu dir. Prison Area. Oh.
bügelt ja ganz gut lang, der Kollege. Na, aber. Oh, sieht auf jeden Fall echt nett aus. Hat so ein bisschen was von Texas, ne? Ja. Hier kommt ein Toter. Ah, welcher Film? Ich bringe einen Toten. Keine Achtung, Ahnung. Ich bringe einen Toten. Was? Green Mile? Mein Gott. So. Habe ich nie gesehen, so einen Kinderfilm. Alter, hast aber was verpasst, ey. Da pustet dir doch irgendwas aus dem Mund, oder ne? Ja, ist ja eine Stephen King-Geschichte, wenn man so will. Klar, so ein bisschen Fantasy ist dabei, aber allein die Geschichte ist schon geil. Aber darum geht's ja nicht hier in diesem Let's Play. Hier geht's um A Way Out. Ich komme gerade an im Knast. Du bist wahrscheinlich schon da. Wie gesagt, bist ja schon 8 Monate drin. 6. 6? Oh, okay. Ja. Ja, kam's mit Zahlen, weißt du. Lesen, ja. Zahlen. Ist nicht meins. Alter. Alter, hab ich einen Knackarsch, wa? Hä? Ja. So, ich muss hier aus dem Bus raus. Ah, und wo gehst du denn? Ah, da. Okay, okay. Ist jetzt so ein Splitscreen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Sehe ich dich natürlich auch hier, ne? Ja. Oh, da fighten sie bei dir und ich muss hier die Treppe hoch. Move your asses inside. Move it, maggots. Get inside. Ich bin vom Cooles aber auch recht. Aber die Nase. Die Nase. Ja. So, ich versuche gleich mal hier Freunde zu finden. Hey, are you okay? What do you want? That fight out there was brutal. I can hear bones crack. Oh. Nothing. Then walk away. Oh, okay. Mit Freunde finden habe ich nicht so. It's way too crazy in this joint. Oh, der Laden ist total irre, sagt er bei dir. Okay. Ja. Oh mein Gott, man. Muss ich dran gewöhnen. It's really, really bad. Oh, jetzt habe ich hier so ein. I can't survive in here. I don't belong in here, man. Ja, habe ich hier so einen Typen, der ist wahrscheinlich in der Dusche die ganze Zeit auf die Knie. Ja. What is it you know about this place? It's bad news, man. Bad fucking news. Oh, der Knast soll übel sein. Worst mistake of my life, getting my ass chucked in here. The worst mistake. Arms up. Stand still. Leider ist Visitation, ja? Ja, der hat mich schön angefasst, der Drecksack. You're up. Get in there. Oh Mann. Hey Guard. Oh, die kennen dich schon da, ne? Sure, take all the time you need. Fucking awesome. There you go. Sign this. Oh, ich muss hier noch was unterschreiben. Lässt er dich nicht rein, oder was? Ja, da kommt, der ist ein bisschen langsam, der Kollege da. Okay. Du kannst schreiben, oder? Ja, ich hab's gerade so hingekriegt, meine Unterschrift hier zu leisten. Normalerweise tanze ich meinen Namen, aber hier muss ich unterschreiben. Ja, du hast ja auch studiert. Ja. So, wo bin ich denn jetzt hier? Oh oh, der Bruder sieht aber mies aus. Zellenblock B. Oh! Oh, ich werde hier schon angemacht, hier. Ja, stell dir mal vor. So ein liegt allein an der Nase, sag ich dir. Oh, oh, ich muss mich ausziehen. Nein. Mach dich nackig. Mal sehen, ob man was sieht. Wenigstens bin ich dir immer eine Nasenlänge voraus. Nicht nur eine. Ne. Okay. Ich muss mich echt nackt machen, aber man sieht nichts. Okay. Bück dich nicht, sonst ist meine Nase weg. Oh, guck mal, guck mal meinen Hintern an, hallo. Das ist ja ein kleiner Kecker. Oh, man hat gerade ein bisschen Pullermann gesehen, glaube ich. Oh, guck mal, wie bei Rambo. Ja, spiel mir den Darm durch. Oho. Alter, wo hast du denn deinen Darm sitzen? Das war auf dem Rücken. Ach komm. So leicht zwischen den Backen. Guck mal. Oh, bin ich behaart. Oh, ja, oh. Alter, rasier dich mal. Aber mit dem Rohr krieg ich auf jedem Dorf Arbeit, sag ich dir. Ja, das stimmt. Boah. Oh, meine Klamotten bekommen. Oh, nehmen wir es Damian. Siehste.
Ah, der hat nur einen kleinen Schniedel. Wundert mich eigentlich. Normalerweise würde er bis zum Boden hängen. Kann sein. Oh, wer kommt da? Der Chef vom Prison oder was? My name is Williams and this is my prison. Sag doch. Questions. Yeah. When are we allowed visitors in here? Falsche Antwort. Falsche Frage. Oh, alles klar, so ein Knast ist das. Keine Fragen stellen. Verstehe. Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. Alter Vater, ist ja gut. Oh, bist du das da oben? Ja. Ja, Hallöchen. Na, guckst auf meinen kleinen Knackarsch, wa? Ja, vorhin schon. Sagst du jetzt auch gerade, oh, der gehört bald mir, ne? Ja. Alles klar. Ich hol schon mal ein Stück Seife. Erstmal gucken, in welche Zelle ich jetzt hier rinkomme. Come on, get up the stairs. Wir bilden gerade eine Kette. Oh oh. Ja. Aufpassen, dass er nicht vor mir plötzlich stehen bleibt. Let's go. Inside. Hey, relax. Oh, ich muss umdrehen, okay. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Ist vielleicht die Treppe hier hoch? Ich bin in Zelle 48. Oh, du kannst Englisch? Oh, das ist nicht meine Etage. Okay, ich muss noch eine hoch. Hast du gesehen, was da gerade stand? Geiler Arsch. Let's go. Get in your cell. Okay, ich weiß noch nicht, wo ich bin. So, ich muss mich jetzt umziehen. Oh, der guckt aber ganz genau hin, du. Ja, ja. Close up 49. Oh, ich bin gleich neben dir. 49. Der hat mir gerade bis zu den Mandeln geguckt. Ich sag's dir. Bis zu den Mandeln. Okay, wir sind praktisch Bettnachbarn. Du 48, 49. Rüber. Komm doch mal rüber, Mann. Und setz dich zu mir hin. Okay. Der nächste Tag am Knast. Leo, what? Someone wants to talk to you. Oh, da will jemand mit dir reden. Oh, I don't know, man. He's over there. That's all I know. Okay. So, ich find's ja cool mit dem geteilten Bildschirm hier. Finde ich echt stark. Dass ich dann auch sehe, was du machst, weißt du? Mhm. Ah ja. Oh. So. Shh. Can you hear that? Hear what? Oh. A voice. There's a voice. You can't hear it? Alter, der Typ hier schiebt hier Para, ey. Ich höre nichts. Sorry, I don't hear anything. But it's so clear. Are you sure? Yeah. No voices in my head. What? Are you saying it's all Oi. In my head? Let me go. It sure ist das jetzt aufs Maul, würde ich sagen? It's time to play. Soll ich mal gucken, ob ich zu dir kommen kann? Der rennt jetzt. Ich guck mal, ob ich zu dir kommen kann, ja? It's about what Harvey wants. Ist er da drüben irgendwo? Ja. Oder? Bist du das da? He might be on the outside. Ja. But he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Alter. Da haben sie aber viel Angriffsfläche mit der Nase, ne? Das stimmt allerdings. Hoffentlich tun sie sich nicht weh. Get in there, new fish. Hey, hey. Oh, oh. Hey, what the hell? What are you doing? Okay, wir sind im Ring. Ich bin auch drin. Okay, jetzt müssen wir auf die Kacke hauen, Digga. Wir müssen uns helfen. Jawohl. Zack. 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 Da kenne ich nix. Kombination. Bang, Konter, Schlag. Sehr gut. Zang. Oho. Alter, du blutest ja schon wie ein Schwein. Konter. Sehr schön. Schlag. Jawohl. Schlag. 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 Aua, mein Bärlich. Jawohl. Und Konter. Schlag. 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 Alter Vater. Geht das ab?
Jawoll! Aha, da gab's erstmal eine Bad Spencer-Schelle. Au. Zack, zack, zack. Oh ja, du, ich bin ehemals Ninja. Sauber. Sauber. Super. Du. Da muss schon eine Maschine kommen, keine Ersatzteile. Wollte ich gerade sagen. Oh oh. Oh oh. Und die schwarzen Jetzt kriegen Männer. Wir sicherlich die Schuld, ne? Dass wir hier den Streit angefangen haben. Oder wir kommen im Bunker oder so. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! Okay, jetzt müssen wir weitergehen. You, keep moving. Yeah, yeah. Stay the hell away from me, okay? Oh, nicht so grob, Jan. Nicht so grob. Leo. Oh. Der mag mich nicht. Macht doch mal einen guten Eindruck bis jetzt, sag. Ja. Ja. Gut, laut dem Titel A Way Out müssen wir wahrscheinlich einen Weg nach raus finden. Also müssen wir uns sicherlich früher oder später hier zusammenschließen. Come on, I don't got all day. Alright. Oh, lecker essen. Und dann so eine schöne Pampe, wo du mit Häuser bauen kannst. Lecker. So, zu wem darf ich mich denn gesellen? Du sitzt doch hier bestimmt irgendwo. Ach nee, doch nicht. Du läufst da. Okay. Ich guck schon ganz eifersüchtig, siehst du das? Mhm. Mir gefällt einfach die Nase so sehr. So, mal gucken. Zu wem kann ich mich hier hinsetzen? How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I wanna eat. Sieht nicht so aus. Hey, is someone talking? No? Mm-mm. I don't hear anyone. Wollen mich nicht durchlassen, ne? No, ist kein Platz, okay. Darf ich mich hier hinsetzen? You hearing me now? Hey, what the hell are you doing? Oh, hast du erstmal schöne noch eine Schelle. Sure, du scheinst hier so ein Übelster Draufgänger zu sein, ne? Ja. Kann das sein? Guck mal, was sie wie so ein Bückling machen. Ja, ja. Und bei mir will keiner, ich darf mich so niemanden hinsetzen. Mal sehen, ob ich mich hier hinsetzen darf. Ah, hier geht's. Wahrscheinlich die Schwachen hier. Oh, lecker Bohnen. Ach du Scheiße. Der wollte dich gerade abstechen, kann es sein? Ja, aber echt. Ja, ja. Ich komm mal zu dir. Oh, jetzt hab ich's aufs Maul bekommen. Okay. Ja, genau. Hau eine Bratpfanne über den Schädel. Also, so geht's auch. Ja, schöner Ellbogencheck. Oh, jetzt kommt der Messertyp. Oh, scheiße. Alter, hier. Matrix. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, ich muss türmen. Ah, hier. Hier, friss die Pfanne. Komm. Wo are you going? Ah, okay, das müssen wir mal wahrscheinlich umstoßen hier. Jawohl. Ihr kommt nicht so ran, ihr kommt nicht ran. Oh. Hier, fristet 7. Zang. Oh, fuck. Oh, jetzt krieg ich's aufs Maul. Oh, nein. Hey, grab him. Oh, unsere Rettung. Oh, Gott sei Dank. Ja. Ach, ja. Ah, war kurz vor knapp, wa? Oh, ja. Hat erstmal einen Wächter abgestochen. Aber echt, ja. Den sehen wir so schnell nicht wieder. Ja, glaub auch. Aber dafür kriegst du jetzt ordentlich Prügel. Oh, du hast ganz schön gelitten, wa? Mhm. Ja gut, bei der Nase. Ich konnte mich ja nicht zurückziehen, weil meine Nase war immer einen halben Meter dran, dichter dran. Oh. Shit. Oh, jetzt wirst du mütterlich versorgt hier. Na klar. Mach da gleich noch einen obligatorischen hier. Yes, yes. Jo. Ja, dann kommst du mal mit deiner Spritze vorbei, ne? Aber. Be all right. Just oh ja, stell dich noch. Ja, ja. Komm her auf die Bettkante.
So, was hat er jetzt vor? Der kickt doch schon wieder so komisch. Ah, ja. Ein Schraubendreher will er sich besorgen. Ja, erstmal legen wir ein bisschen hin, ne? Wahrscheinlich, um den Typen abzustechen, ne? Oh, wir liegen beide auf einer Station. Vincent. Listen, thanks. Okay, kein Problem, Digga. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. Ach, komm schon, Mann. I'll do it myself. Wait. Ja, du. What? Komm, pass auf. You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Diese geht doch. Just don't get caught. Also ängstlich bin ich nicht. Los, okay. Komm. Ja, aber zugedeckt, ne? Ja, klar, ist auch kalt hier. Frieren wir nur die Schnuller ab da. Ja. So, ich muss jetzt irgendwie... Genau. So, warte. Lass mal gucken hier. Was können wir hier machen? Leo helfen, okay. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. So, ich muss die Schwester ablenken, okay? Ah, Schwester rufen, da halt hier so ein Knöpfchen. Jawohl. Na, siehst du, Kinga, so muss das laufen im Krankenhaus. Man drückt und die kommt. Ja. Meistens ist es so, dass du drückst und dann, ja, dauert es noch eine Stunde, bis die Uschis kommen. Fragen sie nur so blöde Löcher am Bauch. Warum muss ich hinkommen? Ist es so schlimm? Ja, ich mach mal, wann kann ich gehen, um die ein bisschen aufzuhalten hier. Do you know when I'm getting out of here? I need to wait for that guy. Is that why you called me over? Yeah, sorry. But I'm a bit bored here, you know? Back to work. Ah, oh, dieser scheiß Polizist da schützt sich Kavi ein. Okay. Labert bloß ein bisschen mit ja, dir. Ja, ich versuch's ja. Oh, der will schon abbrechen. Warte. Warte, ich kann hier noch. I'm just getting restless here. That's understandable. Ah. Okay. Shit, Vincent needs to do something about that guard. How did you end up working in a prison? Klopf war irgendwie eine Scheibe da, der Bulle, der... Ja, okay. Geht. Er hat sich erschreckt, als er gleich seine Tasse fallen lassen. Geil. Oh, das war knapp, wa? Ja, das war echt knapp. Alter Vater. Stain is never gonna come out. Kann die... Better head to the bathroom. Anything else? Ah, oh, ich muss ihn aufhalten. Yeah, I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? I can't really place it. I mean, it feels like it's all over. Alter, renn doch nicht so schnell, Alter, du turmst da. Rennst da lang. Alter, hab ich doch schön entspannt gemacht auf Nass, wa? Ja, super, nice, Digga, auf jeden Fall. Aber ich, dachte schon, scheiße Gesprächsthema und jetzt ist vorbei. Aber hast du ja gut hingekriegt. Gut gemeistert haben wir das. Sie einfach mal ins Bett ziehen müssen. Naja, genau. Ah, okay, das Ding hast du besorgt, okay. Da ist Leidensvisitation, da muss halt irgendwie vorher loswerden, okay. Und wie kommen wir da jetzt wieder ran? Ah, wahrscheinlich über die Dächer springen hier, wa? Niceness! So, sind wir jetzt Friends oder was? Ja, weiß ich nicht. Du hast die Seife noch nicht aufgehoben. Ja, komm, später erst. Erstmal muss ich dich ja kennenlernen. Hallo? Das ist eine intime Sache. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Na.
Pass auf, ich drehe mich, meine Nase, pass auf. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Ah, toll. Hey, what? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Wahrscheinlich muss ich dir wirklich mal die Backen massieren, ne? Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? Wow. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Ja, bei mir dauert es ein bisschen länger. Die Gehirnmasse muss erstmal in Bewegung kommen. Ja, richtig, richtig. Aber Alter, die Nase ist echt heftig. Als wenn ein Bauer eine Sense über den Zaun hängt, ey. Wahnsinn. Wenn es regnet, kann sich das schön unterstellen. Ja. Oh, so, war das jetzt ein Ja? War das jetzt ein Ja? Ah, du bist am Grübeln. Na, okay. So nachts allein in der Zelle, ja. Jetzt denkt er an meinen knackigen Popo und sagt sich jetzt, ach ja, komm, gib ihm eine Chance. Gib ihm eine Chance. Ah, herein? Nee. Ja. It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Alles klar, es ist dein Plan. Und ich muss mich dran halten. Ja, habe ich mir auch die ganze Zeit aus der Nase gezogen. Geil. Bin gespannt. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Du auch? Absolut. Cool. Hey Leo, you didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. Ah. I had an idea. I'll give you that. Sind in der Zukunft. I got you out, okay. Didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. Oh, sind wir jetzt tatsächlich schon aus dem Knast raus? Das müssen wir noch meistern. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. You did help out. A little bit. Vincent, a little bit. Right. Endlich, dass du mal was einsiehst, Digga. Na. Kommt zwar nicht oft vor, aber ab und zu. Ah, die Ladezeiten sind echt nicht ohne hier, ne? Stimmt allerdings. Himmel her, ey. Na, heute noch? Ah, okay, wir sind also doch noch im Knast. Es war bloß ein kurzer Blick in die Zukunft. Fred, got a minute? I'll be right back, guys. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? Ah. It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Ah, wir müssen aufs Dach, um den... Ja. Ist das überhaupt ein... Das sieht eher aus wie eine Feile oder so, ne? Ist gar kein Schraubendreher. Nee, Schraubendreher ist es nicht.
Hey, Fred. What's up? Good. What do you want? Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Sorry. We're full. Sure, we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. Siehst du, so geht das. Ja. Einfach mal kurz mit dem Wärter gesprochen, ihm mal schnell einen Huni in die Tasche gesteckt und zack, sind wir am Geschäft. So, aber ob wir es wirklich schaffen, dort hochzukommen, um die Pfeile zu bekommen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Jan auch nicht, denn diese Folge ist zu Ende und wenn ihr wissen wollt, ob wir es schaffen, die Pfeile ohne Probleme zu erreichen, dann würde ich sagen, schaltet ihr einfach in die nächsten Folge wieder ein, wenn es dann heißt, der Jan und der Uldi zocken A Way Out. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten bedanken und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr freuen. Ja, und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst auch ein kostenloses Abo da. Denn dann könnt ihr auch Teil dieser Geschichte mit uns gemeinsam werden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank nochmal an Jansen. Er ist dann auch wieder mit dabei. Ja, mir hat's auch gefallen und ich bin richtig gespannt, wie es noch weitergeht. Wunderbärchen. Dann bis zur nächsten Folge und tschüssing. Tschüss.